So, heute geht's endlich an der Limo weiter. Und zwar die letzten Wochen, beziehungsweise falsch, seit Oktober ist uns an dem Auto ein Problem am Kühlwasserkreislauf bekannt. Und zwar hatten wir auf einmal im Brennraum Wasser stehend. Das Ganze war nach dem SCC 500. Da war wohl scheinbar dann doch Ende der Saison die Belastung für den Motor mit den neuen Nockenwellen nochmal so hoch, dass da irgendwas passiert ist. Problem war, wir hatten dann im Oktober, November und Dezember so viele Events und Unternehmungen, dass keine Chance war, vor der Messe den Motor noch zu zerlegen. Und deswegen geht das Ganze jetzt erst los. Das Problem ist uns allerdings bekannt. Wir konnten mit dem Endoskop in den Zylinder reingucken und haben halt gesehen, dass die Zylinderwand gerissen ist. Das heißt, im Zylinder war einfach so ein Druck, dass jetzt die Wand gerissen ist. Und zwar in dem Fall, also wir haben mit diesem Problem schon immer gerechnet, weil es gibt halt viele Motoren, die irgendwann an der Grenze sind und dann dort reißen. Bisher war es allerdings nicht der Fall. Jetzt ist es soweit. Und deswegen haben wir schon vor 2 Monaten angefangen, nach einer Lösung zu suchen. Konnten dieses zum Glück an einem alten kaputten Block von ein paar Jahren schon mal testen. Und deswegen geht es jetzt heute endlich weiter. Noch ist der Motor allerdings nicht ausgebaut. Der Motor ist noch in der Limo drin. Im nächsten Video zeigen wir euch den Motorausbau und dann ganz wichtig vormerken, 6. Januar, das ist der erste Sonntag im Januar, werden wir wieder hier vor Ort bei BP Motorentechnik mit Björn zusammen. Wie früher einen schönen Livestream starten und den 2018er Motor wieder live zerlegen, damit ihr alle live dabei sein könnt, wie der Motor durchgehalten hat, was jetzt kaputt ist und so weiter und so weiter, weil einfach die Nachfrage so groß danach ist, dass ihr einfach diese Livestreams so gefeiert habt, dass wir das dieses Jahr definitiv wieder machen. Ja. So, jetzt zum eigentlichen Problem. Wie ist deine Einschätzung so dazu? Was sagst du? Was ist an dem Motor kaputt gegangen? Was ist da passiert und so weiter? Definitiv zu viel Druck. Das ist, kann man so sagen. Du Okay. hast es zu viel Verbrennungsdruck, weil einfach die Nockenwellen haben ja auf dem Prüfstand komischerweise nicht so viel mehr gebracht, aber auf der Straße war es ja doch mal ein deutlicher Schritt nach vorne. Ja, und irgendwann, wie es beim Material ist, es hält, es hält, es hält, es hält nicht mehr. So ist das dabei und so ist die Zylinderwand geplatzt durch den viel zu hohen Druck im Zylinder. Wie schätzt du ein, glaubst du, das würde mir mit dem nächsten Block wieder passieren? Oder wie groß schätzt du die Chance, dass das vielleicht auch einfach nur Materialfehler war? 50-50 würde ich das sagen. 50-50, okay. 50-50. Man muss dazu sagen, wir zerlegen zwar oft den Motor, aber der eigentliche Block, wie er da drin ist, ist ja auch mittlerweile schon 3, 4 Jahre alt. Der hat ja Ja, schon ein bisschen was mitgemacht. Der genau. ist zwar etliche Male zerlegt worden, wieder zusammengebaut worden, aber der Block an sich hat ja schon ein paar tausende Kilometer mitgemacht, ne? Das Problem ist, wir verwenden ja immer RS4-Blöcke. Die gibt es leider nicht wie Sand am Meer, sind mittlerweile schweineteuer geworden. Deswegen suchen wir jetzt erstmal nach einer Lösung, dass wir den alten Block retten können. Ja. Ist natürlich ein Versuch. Auch 50-50, dass es klappt. So, deswegen muss ich das Ganze auch erst wieder versuchen, bevor ihr dann alle quasi sowas machen könnt. Allerdings, einer muss es ja immer testen. Ja. So, folgendes. Sag mal einfach, was du dir überlegt hast. Wie wir das Ganze jetzt angehen. Wenn die Zylinderwände einfach reißen, dann ist die Wandstärke durchs Aufbohren von 81 auf 82,5 ist natürlich ein bisschen dünner. Ich hatte schon irgendwie immer vor, mal den auszubüchsen aus einem anderen Material, weil der Block selber ist zwar aus Guss, aber die Zugfestigkeit ist nicht so wie so ein duktiles Guss, wie wir mal von den Büchsen haben. Okay, Und da schmeiße ich schon mal direkt zwischen. Aus den letzten Videos habt ihr ja gesehen, dass wir uns eh schon intensiv wegen dem Lambo-Projekt damit beschäftigen, so Motoren zu büchsen. Allerdings immer mit dem Unterschied, das ist ein Alu-Motor, da ist es auf jeden Fall notwendig. Hier haben wir halt Ja. einen Grauguss-Motor. Ist das ein Grauguss? Ja, kann man so sagen. Grauguss-Motor, da war es bisher halt einfach nicht notwendig. Aber Grauguss ist also, so wie du sagst, vom Material her nicht Ende der Fahnenstange. Da gibt es theoretisch Besseres für eine Genau. Zylinderfläche. Ja. Deswegen haben wir, habe ich mir überlegt, dass wir Büchsen fertigen lassen. Diese Büchsen sind aus, in Amerika heißt das duktiler Guss. In Deutschland würde es heißen GGG 70.
eigentlich ungefähr das gleiche wie auch im Lambo drin ist, nur dass das nochmal eine extra Wärmebehandlung bekommen hat. So nennt es der Hersteller superduktiler Guss. Hat dann über 600 Newtonmeter Zugfestigkeit, was schon relativ hoch ist, kombiniert mit der Eigenschaften des Gusses, dass eben die Zylinderwände nicht beschichtet werden müssen, weil der Kolben darauf laufen kann. Bei einem reinen Stahl, 42,4000 Newtonmeter, würde nicht funktionieren ohne eine Beschichtung. Deswegen machen wir das als nächsten Step. Okay, das heißt, wir probieren jetzt, deswegen ist das für mich eigentlich mal so eine recht entspannte Sache, aus einem kaputten Block einen neuen Block zu machen. Genau, wir zerlegen den Block und der Plan ist, ausschließlich den Block zu retten und alle Komponenten, die wahrscheinlich alle heile sind, wieder zu verwenden. Bevor wir einen neuen Block nehmen und wieder neue Sachen ran machen, wollen wir jetzt erstmal nur das hier testen. Dafür habe ich den alten Block von dir, den du mal geschrottet hast. Nitro, ich sag nur Nitro. Da können wir gleich ein paar Bilder einblenden, wie kaputt der war, weil der war wirklich leider so richtig kaputt. Ne? Das ist der Block. Hier fehlen ja auch so Ecken drin. Aber also den habe ich ja wirklich, das ist einer der wenigen Motoren, den ich wirklich mal so richtig gesprengt habe. Ne? Ja. Okay, also an diesem kaputten Block hast du dir Gedanken gemacht, wie können wir die Buchsen bauen, wie soll das Ganze am Ende aussehen? Ich habe den Block genommen, ich habe ihn aufs Bohrwerk gespannt und habe angefangen zu bohren. Einfach raus zu bohren. Wenn ihr drauf guckt, die Zylinderwände sind ja alle gar nicht mehr vorhanden. Also radikal alles erstmal raus, ähnlich wie beim Lambo, um überhaupt erstmal zu gucken, wo ist Wand, wo ist Wasser und so weiter. Genau. Und dann hatte ich hatte ja zwei Seiten sozusagen. Gab es da irgendwelche Probleme bei? Hab dann gesehen, wenn ich den einen Durchmesser hier oben so groß mache, dann funktioniert das mit der Kopfdichtung nicht, weil dann würde die Buchse sozusagen die Kopfdichtung abdecken. Das wäre ja sehr unpraktisch. Zu Anfangszeiten hatten wir mal drüber gegrübelt, dass wir natürlich am liebsten alle drei Buchsen in einem Teil machen wollten. Ja. War jetzt aber in der Kürze der Zeit nicht umsetzbar. Ja, und der normale Buchsenhersteller kann sowas nicht. Und das geht auch, glaube ich, nicht in Guss, sondern das müsste man in Stahl machen lassen und beschichten lassen, glaube ich. Deswegen haben wir das uns hiergefür entschieden. Okay. Hab den Block leergeräumt, so kann man es nennen. Hab geguckt, wo fängt es an, dass man irgendwelche Durchbrüche hat im Block. Wo fängt es an, dass die originale Büchse sich, die ist ja auch so eine Art Rohr eingegossen. Wo ist es mit dem Rest des Blockes verbunden und so weit rausgebaut, bis ich dieses Maß dort hatte. Und das ist jetzt quasi das fertige Produkt, wie du der Meinung bist, das sind die bestmöglichen Buchsen für ein RS4. Ja. Ist das jetzt, weil die Amis, wenn die von Büchsen sprechen, die reden immer über eine trockene oder eine nasse Büchse? Ja. Ist das jetzt eine trockene oder eine nasse? Ist eine nasse Büchse, weil dieses hier ist ja der Ersatz des ganzen Zylinders vom Block und wird nachher mit Wasser hier umspült. Okay, ich würde sagen, das zeigen wir am besten mal hier drin. Da sieht man das, glaube ich, besser. Nasse Büchse heißt quasi, dass theoretisch man so viel von der alten Zylinderfläche wegnimmt, dass das Wasser jetzt überall hin kann. Genau. Gesagt, dass der Wasserkanal offen ist und durch diese Büchse wieder verschlossen wird. Genau. Okay, klingt für mich als Laie auf jeden Fall schon mal deutlich schwieriger, als einfach eine trockene Büchse da reinzuschieben. Das stimmt. Aber die trockene Büchse hätte diesen Nachteil gehabt. Sie hätte eine gewisse Wandstärke gehabt von 1,5 mm. Und der Restwandstärke im Block wäre aber auch nur noch 1,5 mm. Das heißt, jetzt ist die Wandstärke in dem Bereich, wo das Wasser langläuft, wie original oder ist das vielleicht sogar noch dicker? Nein, wie original. Das größte Problem ist aber natürlich, wo die Büchsen aneinander liegen, weil der Zylinderabstand bei den Audis eben so gering ist. Da ist es sehr gering. Das ist die schwächste Stelle. Der Rest davon sehe ich keine Probleme. Okay, aber theoretisch eher auch nur, ich sag mal, von der, eher wenn dann durch die Verbrennung, weil vom Druck und von der Kraft her sind wir ja eh quasi eher außen liegend. Schon, aber die Kraft zieht sich ja um den Zylinder herum. Also, 50-50. Aber ich bin da sehr optimistisch. Wenn es nicht funktioniert, was passiert? Wo sind die Probleme? Dann würde er wieder reißen. Und zwar, glaube ich, genau hier würde er reißen. Okay. Weil nämlich zwar drückt der Kolben hier drauf, aber der Druck darauf resultiert, dass er hier die Büchse auseinandergezogen wird. Ein großer Vorteil ist aber, dass jetzt zwischen den Zylindern Wasser durchgeht. Mit genau, diesem kleinen Kanal. Genau. Das sind nur 2 Zehntel tief, diese Kanäle. Ist das Original auch? Nein. Original ist da komplett zu. Genau. Du wolltest aber lieber, dass ein bisschen Wasser durchgeht. Genau. Die modernen TFSI haben alle hier oben eine kleine Querbohrung zum Wasser durchströmen, genau in dem oberen Bereich, dass die Kopfdichtung dort entlastet wird.
Und ich habe es im Ganzen gemacht. Okay. Jetzt nochmal zur Büchse. Zu der Büchse. Ja. Die Büchse, der untere Kragen? Der wird unten eingepresst, eingeklebt. Okay, das heißt, hier findet quasi später die Abdichtung zum Wasserkreislauf nach unten statt. Genau, das ist sozusagen dort, ist der Zylinder fest. Das ist natürlich eine ultra komplexe Sache, was hier so Toleranzen und so weiter angeht, ne? Ja. Das würde ich aber sagen, da gehen wir eher drauf ein, wenn wir dann in den nächsten 2 bis 4 Wochen die Büchsen in meinen Motor einsetzen. Mhm. Das wird auf jeden Fall eine richtig coole Sache, freue ich mich auch schon drauf. Wofür ist dieser Kragen? Der Kragen, man hat natürlich Druck von oben, von der Kopfdichtung von unseren Kupferringen und die muss ja irgendwie übertragen werden. Deswegen muss der Kragen einigermaßen groß sein, dass er eben den Druck auf den Block übertragen kann. Okay, das heißt, der Kragen stützt sich hier auf dieser Kante ab. Genau. Das sieht eigentlich auch noch relativ dickwandig und so aus. Ja. Dass das schon noch ein bisschen was kann, ne? Und dann die Büchse oben, der obere Kragen der Büchse ist nachher, stützt sich hier ab. Das kann man mal, wenn ich die mal andersrum hier reinhalte, sieht man das, glaube ich, am besten. Das war die Probesache, da hast du noch, dann haben wir noch ein bisschen. Nee, einer davon passt rein, weil ich das größer gebohrt habe, nur als Testweise. Ja, bis wir den jetzt finden. Ja, haben wir eben keinen. Auf so, aber Fall das Ganze soll auf jeden Fall später da genau saugend reingehen, dass eben die Büchse oben gehalten wird. Das, weil du, man sieht doch auch diese Bereiche, wo die originale Büchse mit vergossen war. Mhm. An meinen Bohrspuren. Der war ja original genau dort abgestützt. War zwar vergossen und jetzt muss es nur abgestützt sein. Aber das Schöne dabei ist wiederum, ihr seht hier die Kopfschrauben, wo es gegossen ist. Und es ist nicht zusammengegossen mit der Büchse. Das bedeutet, ich habe ja immer ein Problem damit, wenn das vergossen wäre und man trennt das, dass auf einmal die Kopfschraube, das Gewinde, auf einmal keinen Gegenhalt hat. An einer losen Büchse kann sie keinen Gegenhalt haben. Ja. Und dann hat man eben 2 verschiedene Büchsentypen, die äußeren und die inneren. Meinst du, ich werde durch diese Lösung irgendwelche Unterschiede später im Betrieb haben, irgendwie Wassertemperatur mehr oder weniger oder dass das Klopfverhalten anders ist von dem Klopfsensor, dass der irgendwelche Schwingungen, Vibrationen aufnimmt? Das könnte natürlich sein, dass wenn du jetzt mit Sprit fahren würdest, dann, das ist ja sehr feinfühlig das Ganze, dann würde man vielleicht etwas so einen Unterschied merken. Bei deinem ist eigentlich bei dem E85, du hast fast kein Klopfen und wenn, dann rappelt es sowieso ganz anders als original. Also für deine Einsatzzwecke wirst du keinen großen Unterschied merken. Ich glaube auch nicht, dass die Wassertemperatur anders ist, weil eigentlich ist das eine Nachbildung des Originalzylinders, nur in einem viel, viel hochwertigeren Material. Wie ist das mit der Wärmeausdehnung von dem Material und dem Originalmaterial? Gleich. Ist identisch? Ja. Okay. Also das ist, glaube ich, in so minimalen Differenzen wegen den verschiedenen Legierungen kann das man heißt, das heißt, da ist schon mal kein Risikofaktor drin, dass da später mit verschiedenen Temperaturen sich irgendwas losrappelt oder ähnliches. Genau. Okay. Kriegen diese Buchsen auf den Kragen eine Vorspannung durch den Zylinderkopf oder ist das quasi genau das am Ende rüberplanst und das Plan ist? Es wird erst, wird das, seht ihr ja in Videos, die werden eingepresst, eingeklebt. Wird unter Spannung richtig über Nacht getrocknet, das Ganze. Und dann sind sie unten plan fest drauf. Dann planen wir die und dann werden die sich niemals wieder absetzen können. Dann machen wir wieder, wie gehabt, die Ringe rein? Ja, wird natürlich hier relativ eng, aber das machen wir trotzdem. Weil auf den kleinen Steg hier muss nochmal wieder unser Kupferring. Aber das wird schon gehen, denke ich auch. Was mich am allermeisten freut an der Lösung, sind 2 Sachen. Lösung Nummer 1 ist, mein Motor ist nicht kaputt, er ist wieder heile. Weil es ist halt doch jede Menge Arbeit, jetzt diesen kompletten Kurbeltrieb in einen anderen Block reinzustecken. Klingt immer so einfach, aber Björn sagte, nee, wir probieren das lieber erstmal so. Und die zweite Sache ist, wenn jetzt zum Beispiel mal im Betrieb, ich sag jetzt mal, ein Ventil abreißt, ist der Block nicht gleich immer kaputt, sondern einfach Buchse raus, neue Buchse rein. Ja. Meinst du kriegst sie raus? Ja. Das heißt, die presst du dann von unten irgendwie raus oder wie kriegt man sowas? Das sind noch ein paar Sachen, die bin ich gerade am überlegen, wie wir es machen. Aber grundsätzlich kann man sagen, es wird ja mit dem Kleber auch eingeklebt. Die Vorspannung da ist sehr, sehr gering. Ich muss sie nur mit dem Gasbrenner heiß machen, über 150 Grad, 200 Grad. Dann löst sich der Kleber auf und schon kann man sie wieder mit der Presse oder mit dem Zugwerkzeug rausziehen. Okay, cool. Also, euch erwartet als nächstes
auf jeden Fall nochmal ein cooles Video zum Thema Motorausbau. Gab es nämlich so zwar schon in einigen Livestreams, aber ich denke, man kann das schon noch einmal in vernünftig machen. Und dann auf jeden Fall 6.1. im Terminkalender gegen Abend freihalten. Dort gibt es wieder den legendären Livestream mit jede Menge Fragen. Und dann geht es wahrscheinlich auch relativ schnell im Januar weiter mit Buchsen einsetzen, weil dieser Motor soll auf jeden Fall bis Ende Januar wieder im Auto drin sein. Ja. Dass ich über den Winter noch genug Zeit habe, das Ganze zu testen, weil wenn das nämlich nicht funktioniert, müssen wir uns natürlich bis zur Saison schnellstmöglich was Neues überlegen. Genau. Beziehungsweise was Neues überlegen. Entweder muss man dann halt auch wieder gucken, liegt es an der Konstruktion oder ist einfach der Block dafür ungeeignet, dann müssen wir wieder einen ungebuchsten High-End-Block nehmen oder geht es da weiter, ne? Ja. Ja, cool. Wie ihr seht, Buchsen ist die Zukunft. Björn hat da auch richtig Bock drauf. Der hat da richtig Lust, sich zu mit beschäftigen, weil gerade diese ganzen neuen Alu-Motoren müssen halt mit der Zeit alle gebuchst werden. Ja. Und deswegen halten wir euch natürlich auf dem Laufenden und sehen uns in Kürze wieder.